Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 1. Oh yeah. So, wir sind gerade wieder in der Stadt, weil wir die letzte Folge ja beendet haben und ich quasi aufgehört habe zu spielen. Quasi die Aufnahme beendet. Und wir haben auf jeden Fall noch ein Level up. Wir sind Level 8 übrigens. Wo haben wir unser Leben? 30 Leben haben wir nicht, ne? Wieso habe ich nur 29,0? Da steht 30. 40,6. Okay, das ist nur eine Skalierung. Ich verstehe. Jeder Charakter hat eine andere Skalierung an Leben, Magie und so weiter und so fort. Aber nicht so cool, wie ich dachte. Naja. Wir haben 50 Magie, Stärke 20. Was wollen wir machen? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir derzeit für Items? Können wir irgendwas vielleicht nicht tragen, nicht identifiziert? Wir gehen erstmal hier zu dem Ding hier. Ja. Das Einzige, was du hier machen sollst, ist für mich die Items zu identifizieren. So, perfekt. Vielen Dank, der Herr. Verpiss dich, los, Mann. Danke. So, wir haben Resist gegen Lichtschaden. Regeneriert 2 Mana alle 5 Sekunden. Okay, Restklick funktioniert nicht. Funktioniert das? Nein. Das? Nein. Das? Okay, es gibt keine Tastenkombination dafür. Schade. So, dann können wir das auch verkaufen. Hier haben wir noch einen Dagger. Chance zu mitten. Naja, Lichtschaden. Das können wir verkaufen. Und wir haben ein bisschen Kohle. 1700. Wieso nicht? So, du kannst gerne den Scheiß haben. Und das gibt mir auch noch 300. Ja, das ist schön. Wir sollten Mana-Trinker organisieren, glaube ich, ne? Gar nicht mal so schlecht. Bögen brauchen wir sowieso nicht. Gut, wir gehen kurz zu Adria. Bevor wir weitergehen. Wir werden nämlich... Habe ich vergessen, mir Attribute zu geben? Ich glaube schon. Was wollten wir machen? Leben hat, glaube ich, nicht so wirklich viel Sinn, oder? Na, es regeneriert sich ganz wenig. Das wird sich später noch verbessern, hoffentlich. Leben. Ja, ich denke mal, bei Leben kann man, glaube ich, nichts falsch machen, ne? Da haben wir 34 Leben und 120 Mana. Das ist doch gerade noch 40. Das ist doch gerade noch 40. Ich bin verwirrt. Vielleicht hatten wir gerade nur 40 Mana, das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Plötzlich hatten wir ganz viel Mana. So, wie kommen wir nochmal zu Adria hier rüber, ne? Genau. Heute kann ich übrigens eine schön lange Session machen, das freut mich riesig. Ich mag es eigentlich gar nicht, Spiele nur für einen Tag vorzuproduzieren. Weil da kann man nicht so den Spielspaß aufbauen, weißt du? Dann ist man irgendwie plötzlich draußen jeden Tag und also draußen vom Spiel und weiß nicht mehr, was man wirklich machen soll. So, wir haben hier ein paar Stäbe, für die wir Stärke... Okay, wir brauchen für diese Stäbe einen Stärkepunkt mehr. Das heißt, wir müssen als dieses in Stärke investieren. Aber wir sind nur hier, um ein paar Mana-Pots zu kaufen. Eigentlich brauchen wir nur Mana-Pots, ne? Ne, brauchen wir nicht. Ey, wir können uns auch selber heilen, ganz ehrlich. So, Thermoportal brauchen wir auch ein. Da setzen wir mal die F-Taste auf jeden Fall ein. Bist du ein Portal? Drain Skill? Es soll, keine Ahnung, können wir damit vielleicht Magie einsaugen? Ich weiß es nicht. So, F3, ne? F3, perfekt. Gut, das dürfte es, glaube ich, schon gewesen sein. Was hast du hier? Frostshard, Book of Lightning, Firebolt. Wie viel Kohle haben wir? Ah, muss ich hier gucken, ne? Ach du Scheiße, wie teuer waren denn die Mana-Pots? Ach du, ernst es nicht. Okay. Wollen wir eigentlich ein Buch kaufen, können wir aber jetzt knicken, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe. Wir werden jetzt erstmal Bücher sammeln gehen, weil wir doch gerade ein bisschen zu schwach waren, beziehungsweise gestern zu schwach waren, um den ganzen Champion-Typen fertig zu machen. Buttercup. Daisy. Betsy. Genoveva? Was? So, wo ist denn jetzt unser Wegpunkt? Ich habe keinen Plan, wo der Wegpunkt ist. Ich glaube, der war hier auf dem Weg irgendwo hin, ne? Hä? Wegpunkt! Ach da. Was sollte ich mir merken, wo der ist? So, wir haben ja den ersten Wegpunkt auf Level 2 freigeschaltet.
Kann mich nicht erinnern, ob es das damals schon gab. Und da gibt es schon Bücher, das ist gut. Ja, sicher, Hälfte meines Lebens abgezockt, ihr Schweine. Warte! Heilige! Okay, okay. Wir sollten besser aufpassen. Noch ist hier Ruhe. Oh, Book of Feeding. Sehr schön. Hey, sammel's auf. Sehr gut. Das wird uns besser heilen. Ich meine, derzeit heilen wir sowieso 100% unseres Lebens. Also von daher macht es auch nichts. Hier haben wir schon Level 3. Das ist gut. Wir brauchen unbedingt mehr Mana-Regeneration. Da können wir uns nämlich sparen, ganzen Mana-Pots hier zu kaufen. Ich würde ja am liebsten noch durch Hölle und alles gehen, aber ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, was ihr dazu sagt am Ende von Diablo. Ob wir vielleicht noch die anderen Schwierigkeitsgrade machen sollen. Book of Dark Pact? Was zum Teufel war... Was? Okay. worum wird das denn? Ach du Scheiße, auf Seite 6. So. Mana-Regeneration, kann das sein? Einmalig oder was? Mal sehen, Spell Effect, Modified, bla bla, Cooldown, okay. Anscheinend kriegen wir 11 bis 29 Mana, wenn wir das einsetzen. Wir setzen mal das auf F4. Dann werden wir es gleich mal testen. Mana-Regeneration ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, ja, immer diese dämlichen Fallen. So, da haben wir nochmal so einen Brunnen. Ich glaube, der hat uns entweder geheilt oder verwundet, ne? Was einst geschlossen war, ist nun offen. Oh, keine Ahnung. Was könnte das denn sein? Egal, da haben wir auf jeden Fall noch mal Bücher. Kennt sie nicht? Wie kommen wir da rein? The fuck? Was einst geschlossen war, war offen. Meint ihr das hier vielleicht? Jetzt haben wir hier auch noch dämliche Rätsel. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Freunde, ich habe keine Ahnung. Da ist offensichtlich ein Raum, aber da kommen wir nicht hin. Vielleicht hier hinten rum oder da an der Seite. Ach, da ist eine Tür. Okay, dann kann das auf jeden Fall nicht damit gemeint sein. Ah, hier ist eine Kiste. Gut. Das heißt, es kommt ein zufälliges Ereignis, wenn man die Brunnen aufmacht. Das ist ja cool. Ich erinnere mich, ja. Ich glaube, da gab es sogar mal ein Level-Up bei. Hier natürlich Knorke, ne? Okay, hier ist einfach mal nix. Aber wir kommen immer schneller durch die Level. Jetzt zieht euch. Was zum... Ich hasse es, wenn ich nicht treffe. Ich hasse es auch, dass ich so langsam bin. So. Da haben wir noch ein paar Gegner. So ein Champion wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Dann können wir noch mal ein bisschen Loot bekommen. Wir haben ja so viel Geld ausgegeben für irgend so einen Scheiß. Was zum... oh, ein Ring. Dankeschön. Alter, ich will hier looten. Aus dem Weg, ihr Penner. Geht doch. Holy shit. Okay. Warte, ich will was testen. Verpiss dich. Okay, dann wirst du sterben, bevor ich das teste. So. Easy going. Ja, es gibt uns Mana und hat Cooldown. Okay. Ich verstehe. Also es ist gar nicht mal so schlecht, das Ding auf jeden Fall auszubilden, weil das gibt uns einfach gratis Mana. Ich meine, wieso nicht? Kostet tut es nichts, ne? Kann das sein, dass rote Spells kein nichts kosten? Das kann natürlich sein. Nichts kann natürlich sein, Freunde. Oh, wer ist mit dir hier kaputt? Ich passe lieber noch ein bisschen auf meinen Mana auf. Wenn wir das jetzt verschwenden.
Verlieren wir all unser Geld. Ich wollte zu Büchern. Zu den Büchern wollten wir, ne? Okay. Oh Gott. Oh, Inferno. Nein. Oh Gott, ich konnte gar nicht weggehen. Ich hab mich einfach gestunt. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, jetzt kommen die aber angescheißert, irgendwie. Die Säue. Die Inferno-Rolle nehmen wir mal mit. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Rollen einsetzen. Das war auch nicht schlecht. Gerade wenn uns gerade unser Mana leer ist. Auf jeden Fall nicht schlecht, wobei. Ha! Wieder ein bisschen. Hat uns das gerade Leben abgezockt? Sollten wir das nächste Mal drauf achten. Wenn das Leben kostet, ist das natürlich ein bisschen scheiße. Ich meine, wenn wir mehr Mana bekommen, als wir durch das Leben ausgeben, ist natürlich gut. Aber ich glaube, das war auch so. Ich glaube, wir haben gerade... Ja. Ich wollte eigentlich Rollen einsetzen, ne? Oh, gut. Ah, die Mana-Potion wieder zurückgekriegt. Wieso nicht? Was machst du da? Was zum... Ich habe mich geheilt. Ich habe mich geheilt. Ah. Schön den Weg gelaufen. So, wir brauchen unbedingt mal eine andere Fähigkeit. Diese Einzelhits, ne? Die sind so lästig, dass ich auch noch zielen muss. Das ist doch hier kein Shooter. Book of Frost, ja, schade. Wo kommen die alle her? So. Die Kappe, ups, die Kappe behalten wir einfach mal. Wer weiß, wozu wir sie gleich brauchen. Also, ich will doch nur zu den Büchern. Oh, wir können jemanden besser heilen. Ach du Scheiße, da ist er schon wieder. Ich mag den Butcher doch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir ansatzweise fähig sind, ihn fertig zu machen. Oh, ein Champion. Stirb, du Bastard! Kostet mich fast einen Mana, aber gibt dafür auch richtig Kohle. Oh, gib mir sogar eine Full Mana Potion. Das finde ich gut. Das ist doch ein guter Deal. Halt, war das auch ein Champion? So bleiben Sie stehen! Not enough Mana. Okay, kein Problem. Ah, wir haben ja genug. Alter. Wie lange willst du noch überleben? So, geht doch. Eine Healing Potion. Where would I put this? Okay. So, wir schauen mal. Tatsächlich, es kostet mich Leben. Okay. Das können wir bestimmt gut verkaufen. Na gut, jemand anderen heilen, wieso nicht? Vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Partner, den wir einsetzen können. Ich weiß es nicht. Oh, hi. Oh, das ist schlecht. So. Aber ein Buch für Townportal, das wäre richtig nice. Da könnten wir so oft zurückgehen, wie wir wollten. Ohne wirklich viel Geld auszugeben, weil die Dinger sind sauteuer. Ich sag's euch. Inferno. Heilung. Irgendein Scheiß. Where would I put this? Oh. Wieder so ein schwarzer Pakt. Das heißt, das Ganze wird uns jetzt noch mehr Mana geben, ne? 13 bis 32. Oh yeah. Es kostet uns 3,4 Leben. Nee, es kostet uns 10% Leben. Aber doch, 10%. Ja klar, 10% von 34 sind 3,4. Logisch. Nehmen wir mit. Wie viel Kohle haben wir mittlerweile? Ah, wieder 1500, gut. Meine Mütze ist für den Arsch, glaube ich, ne? Aber wir brauchen das für Mana-Regeneration. Okay, wir behalten auf jeden Fall die Mütze wegen der Mana-Regeneration. Die ist mir verdammt wichtig. Und dann diese, hoppla. Und diese Dinger traue ich mich nicht mehr ran. Habt ihr das gesehen? Einfach explodiert diese Sau. Nicht nochmal, Freunde. So sterbe ich nicht nochmal. Das kann ich euch sagen. Eben mal mit der Ruhe. Nicht zu überstürzen. Ich würd am liebsten gerne die Tür vom Butcher aufmachen. Nur um einmal zu gucken, wie stark der ist. Oh, wie das auf den Sack geht, ne?
Oh, verpiss dich, Kleiner. Ich nehme das Ding hier noch zu mir. So. Vielleicht sollte ich zumindest mal die Tür aufmachen, gucken, wie stark er ist und dann weglaufen. Hallo? Er ist hier nicht drin. Atscha? Wieso ist der hier nicht drin? Oh oh. Wo ist er hin? Oh Gott, was einst geschlossen war, ist nun offen. Läuft er schon durch die Gegend? Hätte schwören können? Oder ist das nur so ein billiger Raum gewesen? Aber ich hätte schwören können, dass er da in diesem Raum ist. Meine Erinnerungen versagen bei so etwas nicht. Naja, wir haben hier auch eine Mod, die ja komplett anders aufgeteilt ist. Ach, der leuchtet. Ich treffe ihn nicht. Ich kann ihn nicht treffen. The fuck? Okay, okay. Was haben wir zur Verfügung? Vielleicht Frost? Vielleicht ist er immun gegen Feuer? Au! Shit. Das wollte ich nicht. Was zum... Okay, man kann mit Magie keinen Schaden machen. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Habe ich irgendwas anderes vielleicht? Vielleicht... Holy Bolt? Shit. Ich bin am Arsch. Tampota, oh Gott. Kommen hier alle raus. Und der heilt sich, der Pisser. Oh Gott. Ich kann den nicht besiegen, der heilt sich. Wie kann etwas existieren, das immun gegen Magie ist? Das haben wir auch auf Level 1, ne? Okay, das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde. Habe ich ihn getroffen? Er ist tot? Sehr schön. So, ziehen wir uns mal die Kleinen hier rein. Naja, immerhin Feuerresistenz, ne? So, ich würde sagen, wir haben genug erstmal. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Inferno Tampodal. Hui. Ich mag diese Fähigkeit. Ich glaube, wir behalten die erstmal. Ich meine, die ist jetzt nicht wirklich sonderlich stark, glaube ich. Mit 1 bis 11 Schaden, aber die wird uns derzeit erreichen. Die verbraucht doch nicht so viel Mana. Ja, tschüss. Die verbraucht doch nicht so viel Mana, ist, glaube ich, eigentlich ideal. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ich kann einfach Enter gedrückt halten und dann macht er das. Cool. Okay, schauen wir mal an, was wir so haben. Wir haben Vitalität, okay. Wir haben Stärke, wir haben... Oh, einiges. Oh, das gibt bestimmt richtig coole. Ich meine, nichts, was wir gebrauchen können, aber egal. 1 zu Stärke. Oh, 1 zu Stärke. Ne, meine Mütze ist besser, meine Mütze ist besser. Bessere Armor. Aha, Dex. Hitpoints. 11 Leben mehr. Nee, brauchen wir nicht. Kaufen wir den Müll hier. 300, dankeschön. 81, wir sammeln, glaube ich, jetzt nur gelbe Sachen auf. Blauen bringen uns einen Scheiß. Da, 57 Gold. Da das Identifizieren mehr gekostet. Pff. Nie wieder. 10. 10 Gold, ich bitte dich. Jetzt kriege ich dafür auch kein Gold. Okay. 105. Okay, wir werden keine blauen Sachen mehr nehmen. Das ist doch armselig, ganz ehrlich. Ich sammle keine blauen Sachen mehr auf. So. Dann gehen wir kurz zu Adria und verkaufen unsere Rollen. Die sind sowieso scheiße. I sense a soul in search of answers. So, danke schön, Handy. Du was? Ich will doch nur schnell verkaufen. Kann ich hier nicht schnell verkaufen oder was? I cannot cast that here. Will das nicht casten? Naja.
Gut, wir haben wieder ein bisschen Kohle und das hier war Book of Firewall. Oh. Book of Firebolt. Ja, es wird stärker. Können wir natürlich gegen Champions ganz gut einsetzen, wenn wir das haben, ne? Charge Bolt, das ist doch das hier. Sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das. Und ein Townportal, ne? Wo ist das Townportal-Ding? Da. Perfekt. Sehr schön, mit Level 2 kommen wir da natürlich noch ein bisschen besser voran. Und dann gehen wir wieder rein in die Hölle. So, jetzt könnt ihr alle richtig auf den Sack bekommen. Okay, der ist einfach mal umgefallen. Es gibt einfach keine bessere Fähigkeit als diese. Ich treffe einfach jeden. Und BÄM! Hat auch noch richtig Schaden. Ich meine, jetzt für Level 2 gesehen, ne? Das heißt, wir werden mal ein bisschen umplanen, Freunde. Wir werden mal ein bisschen umplanen. Wir machen F3. Wo ist das jetzt? Hä? Ah, da. F3. Dann haben wir F2 und F3 und das lassen wir erstmal so, solange wir kein Buch haben, bringt uns das einen Scheiß. Oh. Und wir können natürlich die Kisten richtig geil kaputt machen. Bam, bam, bam. Oh ja, so ist das schon um einiges einfacher. Na gut, die Mana-Kosten sind natürlich sehr erheblich. Aber es spart uns doch ein bisschen Zeit. Und ich bin nicht so geduldig. Ich bin kein geduldiger Mensch. Weißt du, mich nur frage, wo ist der Butcher hin? Der muss doch irgendwo sein. Oder war er gar nicht auf der zweiten Ebene? Kann natürlich sein, dass er gar nicht auf der zweiten Ebene war, weil... Oder sind wir auf der dritten? Nee, wir sind auf der zweiten. Wäre ja ein bisschen übertrieben, wenn der Butcher direkt auf der zweiten Ebene ist, oder? Er war auf jeden Fall in der Ebene von diesem Kerker, wo wir gerade sind, oder was auch immer das ist. Wobei, in der Kirche ein Kerker? Halte ich für ein Gerücht. Er muss hier aber irgendwo sein. Ha, noch getroffen. Das Geld sammle ich aber nicht ein. Das ist mir jetzt zu weit weg. Aber ich habe hier eine Kiste gesehen. Mana Potion. Dankeschön. Wir werden jetzt noch auf jeden Fall alles Geld einsammeln, was wir finden können. Das ist überlebenswichtig. Später werden wir, glaube ich, auf Geld scheißen. Da setzen wir halt nur auf die Items, weil ganz ehrlich, wenn wir später da 10 Münzen einsammeln oder ein Item finden, was 1000 Münzen gibt, ist ganz klar, dass wir uns dann nicht mehr darauf konzentrieren, jede Münzen einzusammeln hier. So, ich würde sagen, wir beenden hier auf jeden Fall noch die Ebene, bevor wir die Folge beenden. Und dann müssen wir morgen auf jeden Fall weitergehen, denn erfahrungsmäßig ist das hier unten ein Desaster. Da geht's auf jeden Fall zum nächsten Level. Dankeschön, Pfeil. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. So. Und vielleicht finden wir noch einen Champion irgendwo. Ah, hier müsste noch dieses Unterwasser-Ding sein, ne? Da haben wir noch keine Chance gegen wie. Das ist doch eine miese Falle. Okay. Da ist dieses Unterwasser-Ding. Da haben wir haben keine Chance da drüben. Der macht uns fertig. Wir haben ja den Wegpunkt, also ganz ehrlich. Ich stress mich da jetzt nicht. Oh, Level Up. Perfekt. Genau, als ich kein Mana mehr hatte. Eine Rolle der Identifikation, das kann mir sehr gut helfen. Oh ja. Oh, das ist ein schönes Gefühl, alles zum Explodieren zu bringen. Komm, scheiß auf das Geld. Was? Da ist doch nur eine Tür. Achso, hier sind ganz viele Gegner. Sehr schön, hier auch nochmal alles kaputt machen, ne? Wieso bist du hier alleine drin? Stirb! Stirb! BTF. Ein kurzer Bogen. Zack. Komm, hier müssen doch irgendwo noch Bücher sein, oder? Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht in die erste Ebene gehen, um Bücher zu sammeln. Wir werden schon oft genug Bücher kriegen, glaube ich. Wobei, gibt es später... Gab es später eigentlich noch Bücherregale? Ich glaube, dass hier die ersten 5 Ebenen sind die einzigen mit Bücherregalen, glaube ich. Ah ne, bis wir in der Hölle landen, dauert das sowieso noch ein bisschen. Ich glaube, es war irgendwo Ebene 20 oder so.
Und daher muss man sich da keine Sorgen machen. Gut, Freunde, wir haben alles erkundet hier in der zweiten Ebene. Morgen gehen wir dann in die dritte. Und ich denke mal, das wird gar nicht mal so schwer sein, weil wir auch gerade ein Level-Up bekommen haben. Wir stecken ein bisschen Stärke rein, damit wir Sachen tragen können. Und lassen uns dann überraschen, was das hier bedeutet hat, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht haben sie den Butcher dort hier entfernt. Ich habe keine Ahnung. Gut. Wir schauen auf jeden Fall noch mal kurz rein. Okay, das ist was Rotes. Die schießen auf mich, das ist nicht so nett. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Diablo 1. Haut rein, euer Zero und tschüss.